Seit 90 Jahren steht der Name Schubert für Helme, die höchste Sicherheitsansprüche mit maximalem Tragekomfort verbinden. Seit über 50 Jahren bauen wir Motorradhelme. Und seit über 10 Jahren entwickeln wir mit unserem Formel-1-Helm einen der sichersten Helme der Welt überhaupt. Wir wollen die besten Helme der Welt für die besten Fahrer der Welt. Mit dieser Vision startet unser Entwicklungsteam im Jahr 2000 in die Königsklasse des Motorsports. Von Anfang an mit dabei Michael Schumacher. Nach vielen erfolgreichen Jahren mit Michael in Formel 1 habe ich in 2007 für ihn einen Rennsporthelm gebaut zum Einsatz im IDM, das ist die deutsche Superbike-Meisterschaft, weil nach seiner ersten Karriere hat er entschieden, ich gehe auf Motorrad und dafür braucht er einen Helm. Für unsere Ingenieure war damit eine neue Vision geboren, die Entwicklung des ersten Schubert-Rennhelms für den Motorradsport. Akribisch arbeitet Schumacher zusammen mit unseren Ingenieuren am SR1. Ständig wird optimiert und weiterentwickelt. Das Ziel, die perfekte Synthese aus Form und Funktion. Sobald am Magdeburger Produktionsstandort der erste Prototyp entstanden ist, beginnen die Tests im hauseigenen Windkanal. Insbesondere bei einem Sport- und Rennhelm wie dem SR1 und Geschwindigkeiten jenseits der 250 km/h ist eine ausgereifte Aerodynamik von enormer Bedeutung. Zusätzliche Features wie ein verstellbarer Helmspoiler geben dem Fahrer die Möglichkeit, individuell Einfluss zu nehmen. Wir haben besonders Wert gelegt auf eine optimale Aerodynamik und das heißt ein kraftneutrales Verhalten, das heißt möglichst geringe Auftriebskräfte, möglichst geringe Widerstandskräfte, möglichst geringe Kräfte beim Seitenblick und auch möglichst geringes Rütteln oder auch Buffeting bei hoher Geschwindigkeit. Jeder Schubert-Helm ist Handarbeit und damit ein Einzelstück. Aus einer glasfaserverstärkten Duroplast-Matrix wird unter hohem Druck der Helmrohling hergestellt. Beim Schneiden der Öffnungen sorgt ein mehr als 3000 bar starker Wasserstrahl für höchstmögliche Präzision. Alle Helme werden per Hand geschliffen, kleinste Unebenheiten sofort beseitigt. In der umweltfreundlichen Lackierstraße bekommt der SR1 insgesamt 4 Lackschichten. Auch hier gilt das Leitmotiv Null-Fehler-Toleranz. Und nach jedem einzelnen Prozessschritt immer wieder Qualitätskontrolle. Um dem Fahrer ein entspanntes und konzentriertes Fahren zu ermöglichen, haben wir beim SR1 ein besonderes Augenmerk auf die Aeroakustik gelegt. Durch zahlreiche Tests im weltweit einzigartigen hauseigenen Akustikkanal ist ein Helm mit herausragenden Eigenschaften entstanden. Typischerweise bewegen sich marktübliche Helme heutzutage im Bereich von etwa 95 dBA bei 100 Stundenkilometer. Der SR1 im Vergleich dazu liegt jetzt bei 87 dBA. Das ist fast eine Halbierung des Lärmpegels. Unser speziell entwickeltes Noise Reduction System ermöglicht dem Fahrer, die Lautstärke im Helm individuell anzupassen. Der Manufakturgedanke kommt bei Schubert in jedem Arbeitsschritt zur Geltung. Bis zu 2 Stunden benötigen unsere Spezialisten pro Helm, um das aufwendige Racing-Dekor anzubringen. Liebe und Leidenschaft bis ins Detail. Das Ganze ist hier bei Schubert eben mehr als nur die Summe seiner Teile. In der abschließenden Endmontage zeigt sich, wie akribisch genau gearbeitet wurde. Die Hochleistungs-EPS-Innenschale und die handgenähte Innenausstattung werden eingefügt. Mittlerweile ist der SR1 durch 35 Hände gegangen. Ein Sporthelm der Extraklasse ist entstanden. Bei nur 1300 Gramm Gewicht unterbietet der SR1 sämtliche Sicherheitsnormen deutlich. Die Belüftung ermöglicht durch 2 proaktive dynamische Lufteinlässe im Stirnbereich und einer 2-Wege-Kinnbelüftung eine Luftzufuhr von über 12 Litern bei 100 km/h. Je nach Temperatur und Fahrsituation lassen sich alle Lufteinlässe individuell einstellen. Unterhalb des hinteren Spoilers befinden sich 2 Luftauslässe. Das Visier ist so in die Helmschale eingebettet, dass ein Abreißen bei einem Sturz nicht möglich ist. Mit der optischen Klasse 1 ist absolut verzerrungsfreie Sicht garantiert. Unser Push-Release-System ermöglicht maximal schnellen Visierwechsel. Im Fahrerlager genießt der SR1 einen ausgezeichneten Ruf. Testfahrer wie Stefan Nebel oder Ari Voss entwickeln den Helm ständig weiter. Oberster Leitsatz: höchste Sicherheitsansprüche bei maximalem Komfort. Und das made in Germany. Der SR1.
Die perfekte Synthese aus Form und Funktion.